Hallo, liebe Leute. Heute zeige ich euch Euclidean. Ne, stimmt gar nicht. Eldritch. Das ist ein Spiel, in dem man durch Lovecraft-inspirierte Dungeons laufen muss, um Artefakte einzusammeln und die dann in einem... Die dann irgendwo in Sicherheit zu bringen. Shopping. Ach, das ist ein Shop. Okay. Okay. Mit einem Schokoten drin. Okay. Ich habe genug Kram. Ich brauche keinen Shop. Interesting. Ah, sieh an. Jetzt, wo ich aufnehme gleichzeitig, geht die CPU-Last sehr hoch. Sollte ich also das mit dem Aufnehmen irgendwie... Soll ich die Aufnahmequalität anders einstellen? Naja, man läuft hier halt so rum, hört irgendwelche komischen Wesen und versucht ihnen aus dem Weg zu gehen, und wenn das nicht klappt, dann hackt man sie kaputt. Shit. Geht's auch nicht rauf, ne? Komm ich da rauf? Gar nicht. Ah, guten Tag. So, und dann passiert sowas hier. Okay, ich glaube, das muss ich kurz noch fotografieren. Okay, also ich meine, das ist zwar vom Setting her, sieht das ganz interessant aus. Und so eine Schlange ist auch ziemlich, wie sagt man, erschreckend, aber diese Lovecraftische Cosmic Horror Stimmung einzufangen, schafft das Spiel jetzt nicht so ganz. Was ist da hinten los? Aha. Oh, da geht's, da ist noch was. Tatsächlich verläuft man sich in der Zeit in diesen Dungeons und sucht, ob man irgendwas findet, was man suchen soll. Ah, hier zum Beispiel. Thank you.
schon drin. Warum ist die Tür wieder zu? Ich hab's ja nicht zugemacht. Geht da immer mit den Türen. Das ist so langsam ein bisschen nervig. Naja, vielleicht probieren wir das nächste Mal lieber Euclidean aus. Und weil ich weiß nicht, ob das, ach je, das richtige Spiel ist. Also Fazit ist ganz witzig, jetzt nachdem ich hier Telefon anruf, witzigerweise auch mit Lovecraft Klingelton beantwortet habe. Aber ich weiß nicht, ob hier ein Playthrough, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich hier wieder von vorne direkt anfange. Und ob das Sinn macht, weil das Gameplay ist das, was ihr gesehen habt. Man läuft rum. Ab und zu haut man auf Leute ein. Oder schießt drauf. Oder kann sogar Magie machen. Ich kann Steine machen, das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ist ja wie Minecraft hier. Dann weiß ich jetzt auch, wie ich da hochkomme, wo der Kram lag. Ist ja interessant. Ah, naja, oh Gott, jetzt wird hier auch gebohrt und geschliffen. Insofern beenden wir jetzt diese Aufnahme. Und sagen tschüss. Oh Gott. Na gut. Ciao.